An alle Einsatzkräfte. Vom Gelände der stillgelegten Fabrik neben dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Das muss schneller gehen. Einige Jugendliche scheinen die Gefeier zu wollen. Wir nicht auf Rente gehen. Dabei geriet die Situation außer Kontrolle. Durch noch aktive Gasleitungen besteht größte Gefahr. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ja, Leute, damit willkommen zurück zum Feuerwehr 2014. Ja, wie ihr gerade gehört habt, es gibt einen Großalarm wieder mal. In der verlassenen Fabrik. Bin schon gespannt, was mich dort erwartet. Ich ahne nichts Gutes. Das ist auch, ich glaube, das ist die Fabrik, wo wir schon einmal waren. In einer Mission. Wir werden uns natürlich, denke ich mal, wieder komplett ausstatten. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht Nacht, weil sonst haben wir ein Problem. Ja, Ladescreen. Schauen wir, ob es funktioniert oder ob das Spiel abstürzt. Nein, es stürzt nicht ab. Und es ist Tag. Sehr schön. Nun gut, dann werden wir uns mal dorthin begeben. Es wäre jetzt so schön, wenn die Kollegen mithelfen würden, aber ich glaube, das bleibt Wunschdenken. Fürchte ich jetzt einmal, dass das Wunschdenken bleibt. Wir werden wahrscheinlich wieder alles alleine machen müssen. Florian 7 am Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Drei Jugendliche hatten sich von der Gruppe entfernt, als das Feuer ausbrach. Deine Aufgabe besteht jetzt darin, schnellstmöglich die drei vermissten Personen zu retten. Na geil. Personenrettung auch noch. Na schön. Ups. Mein Gott, macht's euch nicht ins Hemd. So, dann brauchen wir mal. Machen wir mal da auf. Ein bisschen vorbereiten muss ich mich auch. Das ist ja alles nicht so einfach. Wir brauchen mal Wasser. Und ja, ich könnte natürlich zu den Kollegen das Wasser verwenden, aber ich glaube, ich habe das so im Gefühl, dass wir da viel Wasser brauchen. Somit werde ich gleich einmal aufstellen. So, okay. Da ist mein Auto. Löschst du gerne durch mein Auto durch? So, dann holen wir uns noch einen Schlauch. Ja, dann sollte ich schauen, dass ich das irgendwie systematisch mache. Dass ich da irgendwo hinten beginne und so. Ich beginne mit dem Haus da. Fangen wir da zum Löschen an. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Schaden dadurch. Setzen wir die mal auf, sicherheitshalber. Ich denke mal, löschen muss ich sowieso alles, also sollte ich jetzt gleich schon, dass das anständig gelöscht ist. Dass das nicht mehr zum Brennen anfängt da. So, du bist aus. Da ist nichts. Können wir mal wieder runternehmen, weil jetzt jemand sieht nichts. Sie sehen nichts. So, kann man da irgendwie im zweiten Stock drauf? Ja, da. Sehr gut. Schauen wir mal rauf, was da oben uns so erwartet.
finde es natürlich nach wie vor geil, dass wir alles machen müssen, dass die Kollegen eigentlich nichts machen. Aber ich habe es in der vorigen Folge oder einer der vorigen Folgen ja schon gesagt, wir sind natürlich Superman, wir können alles. Liegt da wer? Nein. Das ist nur ein Schutt. Okay. Gut, dann gehen wir mal noch weiter rauf. Da brennt's nicht, hallo. Aber jetzt brauchen wir wenigstens keine Gedanken mehr über das Wasser machen, weil wir hängen am... Oh, grüß dich, kleine Frau. Brennst du noch? Nein, da ist aus. Die Frage, muss ich das nochmal her? Brennst du da oben auch nochmal? Schaut nicht mehr aus. Aber ich muss runter. Na gut. Hätten wir die erste Person auch schon gefunden. Und das Ganze natürlich ohne Schaden zu nehmen. Wahnsinn, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich hätte mir schon erwartet, dass wir Schaden nehmen, ehrlich gesagt. So, dann schauen wir gleich in das Haus, wenn wir da schon sind. Aber natürlich muss ich alles machen. Meine Kollegen, die können zwar durchs Feuer laufen, seht's. Die sind auch Superman. Ja, da schaut's aber so aus, als wäre da niemand. Schaut jetzt einfach da mal drauf. Feuer ausmachen, da, weg da, komm schon. Dann gehen wir nochmal kurz da durch, aber... Du darfst das runternehmen, danke. Ja, ich würde sagen, da ist niemand. Jetzt haben wir den Schlauch einmal dreimal in das Haus reingewickelt. Okay, da oben... Wer? Nicht, dass da oben wer ist, oder? Okay, schauen wir nachher. Schauen wir zuerst in das Haus da rein. Nein, es ist ja auch schön, dass sich die alle so bemerkbar machen, dass sie so wild herumschreien wie Hilfe, ich bin da, helft's mir doch. Feuer aus. Oh, grüß Gott, Griffra. Kann jetzt schlecht wahrscheinlich die Axt nehmen, wenn ich sie in der Hand halte. Außer ich schulter die mal richtig. Wieso brennst du noch immer? Ich habe da noch gelöscht. Schon ein bisschen die Sicht beeinträchtigend, Griffra. Ich schaue zwar gerne, aber ja. Herr Kollege, ich darf übergeben. Ich darf mich übergeben. Hallo, du sollst das nehmen, danke. Okay, das löschen wir nachher. Zuerst geht Personenrettung geht vor. Schauen wir da mal rein. Wenn wir direkt davor stehen. Vielleicht haben wir Glück und wir finden die letzte Person gleich im Anschluss. Das wäre natürlich episch. Dann tue ich mal. Dann habe ich zumindest mal eine Sorge weniger. Okay, das Feuer aus. Hey! Da ist nicht Feuer aus. Mitra. Cool. Das ging ja schnell. Also das war jetzt Glück, dass ich die drei gleich hintereinander gefunden habe.
Ja, man schön muss man nicht sein, aber ein bisschen Glück sollte man haben. Wo komme ich da jetzt raus, ohne dass ich mich verbrenne? Ah, da. Okay. So, und ich denke jetzt einmal, dass wir noch einmal das ganze Feuer löschen müssen da irgendwie. Das wird spannend. Herr Kollege, ich bitte, also Frau Kollegin. Du hast alle vermissten Personen retten können. Helfe jetzt deinen Kollegen, das Feuer zu bekämpfen. Ich habe es gedacht. Gut, dann gehen wir da auch ein bisschen strategisch vor. Fangen wir da hinten an. So, ist das jetzt aus oder fängt das wieder zum Brennen an? Ich habe da keine Lust, dass das nochmal zum Brennen anfängt. Was machst du da drinnen? Pause? So, solange wir noch ohne Drehleiter arbeiten können, machen wir das. Das geht schnell auf jeden Fall. Sind wahrscheinlich die Gasleitungen, von denen wir gesprochen haben. Also was ich ja nicht verstanden habe oder nicht verstehe, im Forum liest man so, dass so viele Leute Probleme mit der U-Bahn-Mission haben. Aber gegen die U-Bahn-Mission, also die U-Bahn-Mission ist gegen dir lächerlich. So, meine Gesundheitsanzeige wieder im Auge behalten. Jetzt habe ich noch mich vergeblich sein müssen, dass meine Aufnahme läuft. Das wäre jetzt so blöd gewesen, wenn du spielst 20 Minuten, nein, nicht ganz 20 Minuten, aber auf einmal merkst du dann, hey, die Aufnahme rennt gar nicht. Das war gerade ein bisschen blöd. Kann ich von da löschen? Ah, das geht. So, die Frage ist, brennt es da jetzt noch irgendwo oder ist das aus? Da brennt es auf jeden Fall noch. Okay, da brennt es auch noch, da brennt es noch. Jetzt mal da oben, na klar, da oben brennt es auch noch, aber für was haben wir Drehleiter? So, wie geht das auf? Da drüben brennt es noch. Das brennt auch noch sehr aus. Da brennt ja alles. Leute, was habt ihr aufgeführt? Brennt das Haus? Ja, das Haus da hinten brennt auch noch. Na schön. Aber ein Gebäude nach dem anderen, sage ich mal. 18 Minuten haben wir noch. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Probieren wir es mal. Also ich finde die Mission echt heftiger als die... Komme ich da noch weiter rauf? Ja, komme ich. Wenn wir die Leiter mal komplett ausfahren. Dann kommen wir nämlich da auch hin. So, brennt die Hütte jetzt noch oder nicht mehr? Ja, ich glaube, da brennt es nicht mehr. Dann werden wir das Haus mal löschen. Ich weiß nicht, ist das schon das letzte Haus, was brennt? Ich glaube nicht. Ich glaube halt, da ist einfacher, wenn ich reingehe. Problem ist halt, ich komme da nicht rein, also... okay. Ich kann durch die Fenster löschen, finde ich auch cool. So, komme ich da runter jetzt? Nee, ich muss die Leiter erst einfahren.
da hinten brennt es auch noch. Ach du Schande. Hä? Komm ich da runter? Nein, komm ich nicht. Ich muss so runtergehen. Sollte wahrscheinlich im gescheitesten Fall noch Dings aufsetzen, die Sauerstoffmaske. Ja, weil ihr seht schon, ich krieg da eine Vergiftung scheinbar. Na schön. Dabei geht's ja noch, aber bevor das zu schlimm wird, setze ich die Maske auf. Das heißt, immer schön das im Auge behalten. Ich weiß ja nicht, zwar nicht, warum ich da Schaden krieg, weil da brennt er nicht mal mehr. Gut, dann gehen wir rauf, setzen wir das Ding auf. Und der Kollege geht einfach mit Feuerlöscher rein. Und stellt sich genau vor mich, dass ich nichts mehr sehe. Ich finde es ja toll, dass ich noch immer Schaden kriege, obwohl ich eigentlich... Brennt da etwa noch? Nein, da brennt. Die Kollegen sind cool, die rennen einfach durchs Feuer durch. Wo brennt's da? Geil, mir zieht's was ab, obwohl ich... Ist der Sauerstoff leer? Nein. Minuten. Irgendwie hat es vielversprechend angefangen. Da brennen sie noch. Boah, das ist ja der Frechheit. Die Feuer siehst du ja teilweise gar nicht. Kollege. Ich weiß nicht, wo es da noch brennt. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Also wenn es da was vergisst zum Löschen. Ich glaube, die können wir runternehmen. Okay. Und er läuft schon wieder langsamer. Achtung. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Ja, wo brennen da jetzt bitte noch? Erklärt mir das wer. Ah, da hinten brennt es noch. Und das brennt auch noch? Ich habe das doch gelöscht. Na toll. Einfach nur toll. So, das Haus dürfte wirklich jetzt aufgehört haben zum Brennen. Das dürfte gelöscht sein. Und die Folge dauert schon wieder 20 Minuten fast. Leute, bis zum nächsten Mal.